So ihr Lieben, heute soll es um das HIIT-Training gehen. Das lege ich euch ja immer wieder auf meinem Insta-Kanal nahe, das auszuprobieren und ja, mal zu versuchen. Ein paar Beispiele gibt es da auf meinem Kanal, den ihr hier jetzt gerade seht. Da gibt es Einsteiger-Workouts, welche ohne Sprünge zum Beispiel, aber auch welche für Fortgeschrittene, wo ihr dann richtig Gas geben könnt. HIIT bedeutet eigentlich, oder die Übersetzung davon, es ist eine Abkürzung, heißt High Intensity Interval Training. Das bedeutet hochintensives Intervalltraining übersetzt. Und ich glaube, der Name verrät auch schon, was es impliziert. Das bedeutet, es ist ein Training, was kurz ist, was hochintensiv ist, also mit einem sehr, sehr hohen Puls verbunden ist oder sein sollte. Und es ist ein Intervalltraining, das heißt, du machst eine Belastungsperiode, dann kurze Zeit Pause und wieder Belastung. Für mich persönlich ist es das Training, aber, großes Aber, ergänzend zum Kraft- und Cardio-Training. Immer in Ergänzung sehen. Niemals nur HIIT machen, das würde ich nicht empfehlen, weil das ZNS, also das zentrale Nervensystem, da dann schnell überreizen kann, wenn man ein wirkliches HIIT-Training macht. Also man sollte ein HIIT nicht länger als 20 Minuten durchhalten können, 20, 30 Minuten, je nachdem. Und danach sollte auch Schluss sein. Also nicht bitte 2 Stunden oder sowas, das ist völliger Bullshit, Entschuldigung. Also das ist Quatsch. Weil das Ziel ist im HIIT ein ganz, ganz intensives Training hinzukriegen, was einen sehr, sehr fordert und was man so lange gar nicht durchhalten kann. Das ist das Ziel. Und genau das macht es für mich so erstens effektiv und zweitens angenehm für mich in meinen Alltag zu integrieren. Denn ein HIIT kann ich auch mal schnell zwischendurch machen. 20 Minuten in der Regel, Viertelstunde, 20 Minuten, 25 Minuten, so um den Dreh. Beispiele seht ihr ganz, ganz viele auf meinem YouTube-Kanal, auch für fortgeschrittene Anfänger etc. Aber es ist einfach möglich, in einer kurzen Zeit sich gut auszupowern. Was die Vorteile sind, Zeit, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Vorteil 2, du verbrennst viele Kalorien in dieser kurzen Zeit. Und wenn du es richtig anstellst, kannst du so die Hälfte an Kalorien, also oder beziehungsweise die Hälfte der Zeit an gleichen Kalorien wie bei normalem Cardio und so verbrennen, in der Regel. Man hat zwar herausgefunden, dass die Fettverbrennung, also dass es keinen signifikanten Effekt auf die Fettverbrennung an sich hat, aber manchmal ist der Kalorienumsatz danach noch ein bisschen erhöht wegen der sogenannten Sauerstoffschuld. Das heißt, wenn man ein intensives Training gehabt hat, ist man mit dem Körper in einer sogenannten Sauerstoffschuld, weil man im anaeroben Bereich trainiert hat, also ohne Sauerstoff. Und durch diese ganzen Prozesse dann einfach wieder sich der ganze Energiehaushalt reglementieren muss. Und da ist dann die sogenannte Sauerstoffschuld, die dann wieder reingeholt wird. Genau. Das sind eigentlich für mich so die Hauptfaktoren und du kriegst halt eine schnelle Kraft. Das heißt, kurze Anstrengungen lassen sich dann im Alltag so ja, irgendwann links liegen. Wenn du zum Beispiel die Treppe hochgehst, du bist nicht mehr so extrem am Schnaufen, du bist wieder belastbarer im Alltag. All so Sachen sind für mich einfach perfekt und es lässt sich halt gut integrieren in einen Mama- und Arbeitsalltag. Kann man einfach nur so sagen. Genau, das war es eigentlich für mich über das HIIT-Training schon. Und warum ich da so drauf abfahre, das ist natürlich Geschmackssache, aber außerdem, das habe ich noch vergessen, HIIT-Training, du schüttest einen Mörder-Hormon-Cocktail danach aus und du fühlst dich wirklich richtig gut, weil die ganze Glückshormonproduktion extrem angekurbelt wird und ja, das macht halt einfach nochmal so ein kleines High. Genau, in diesem Sinne, du kannst gerne oder bist herzlich eingeladen, HIIT-Trainings zu probieren. Siehst du auf meinem Kanal in Echtzeit und auch mit meinem Leiden dazu. Also ich mache nicht stumm nur mit oder lass das ganze Ding in Dauerschleife ablaufen.
Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag oder wunderbaren Abend, je nachdem, wann du das Video guckst. Und ich würde mich freuen über deinen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen hat. Dein Abo bei Insta oder auch hier. Und ich wünsche dir